Kapitel 1. Das war schrecklich. Hätte ich bei ihr bleiben sollen? Tja. Hier wohnt Mrs. Danman. Sie hat oft auf mich aufgepasst, als ich noch ein Kind war. Hackbraten und Früchtemix aus der Dose. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Unforeseen Incidents. Ja, was machen wir jetzt? Was können wir überhaupt hier eigentlich alles anklicken? Das hatten wir schon alles. Es geht auch noch eine Weile weg. Haben wir uns das eigentlich schon angeguckt? Erinnerungen an bessere Tage. Glühbirnen, LED, Halogen, Neon. Jedermann sollte eine diversifizierte Leuchtmittelsammlung haben. Ja, finde ich auch. Aber warum die hier so runterhängen, das ist mir noch nicht so ganz klar. Ich könnte den ganzen Schrott mal wegschmeißen. Theoretisch. Aber ich sammle lieber noch ein bisschen mehr. Achso, ich kann hier unten auch noch nach links, oder? Hatten wir hier oben schon alles gemacht? Alte Konsole? Mein altes Gigamaster Family Entertainment System. Ich habe so viele Stunden vor dem alten GFIS verbracht. Frage ist, können wir hier irgendetwas einstellen? Wir haben natürlich jetzt nichts, wo wir hin einstellen können. Aber diese Musik ist so nervig. Problem ist, ich höre überhaupt nichts außer der Musik gerade. Also das ballert mir hier voll in die Kopfhörer rein. Du kannst aber nichts einstellen, ne? Tja, das Problem ist halt, wenn man nicht weiß, wonach man hier suchen soll. Ich habe so ein Gefühl, dass man hier irgendetwas anhören soll. Vielleicht ist es sogar später, wenn wir irgendwas bekommen. Aber solange scheint es so, als ob wir da nichts machen können. Stimmt, hier war die Küche. Aber mehr können wir nicht nehmen. Weiter können wir nicht gehen. Radiokram. Schlechte Nachrichten, wie immer. Igitt, ich sollte hier mal sauber machen. Morgen. Ja, morgen. Ich mag es, an alten Radios und Geräten rumzubasteln. Aber wahrscheinlich habe ich schon genauso viel kaputt gemacht wie repariert. Ach ja, sie hat mir ja einen Umschlag gegeben. Das ist der Umschlag, den die infizierte Frau mir gegeben hat. Die Frage ist jetzt nur... Ich muss diesen Halliwell von der Times finden. Genau. Die Frage ist jetzt nur, wie kriegen wir den... Ich hatte jetzt überlegt mit dem PC, aber das Einzige, was wir jetzt oben haben, ist... ist halt die defekte Konsole. Ob wir dafür vielleicht nochmal zum Professor gehen sollten? Telefon ist wahrscheinlich eher nicht so... Nee, da können wir nur anrufen. Nee, ich wollte... Hallo? Ich wollte hier raus. Geht niemand ran. Ja, ich wollte auch raus. Danke. Sie hat so ungefähr 10... Ja. Die Frage ist jetzt... Das fällt mir jetzt erst auf. Wieso hat der eigentlich einen Monitor oben drauf?
Also die totale Überwachung, das ist mir schon aufgefallen in diesem Spiel. Aber wieso hat der auf das Datum-Monitor? War der hier? Ich glaube, der war hier, oder? Ja, oh, endlich ein bisschen Ruhe. Harper, so schnell habe ich dich nicht zurückerwartet. Was gibt es? Ich habe eine infizierte Frau gesehen. Was? Bist du sicher? Ja, es war schrecklich. Das Blut, es kam aus ihrer Nase, ihrem Mund, es war überall. Was, wenn ich mich mit dem Fieber infiziert habe? Was, wenn mir das Gleiche passiert? Ach, beruhig dich, mein Junge. Zu heulen wie ein kleines Kind wird dich nicht weiterbringen, wenn du dich infiziert hast. Komm her, ich untersuche dich auf die typischen Symptome. Es sieht ganz danach aus, als hättest du viel Glück gehabt, Harper. Das heißt? Das heißt, dir geht es gut. Du zeigst keinerlei Symptome. Danke, Professor. Gott sei Dank. Ich bin mir nicht sicher, ob sie etwas damit zu tun hatte. Gott? Sie? So eine Diktatorfrau oder was? Was ich aber sehr lustig finde, der Typ ist irgendwie so richtig cool drauf, ne? Also alle so, oh, ich werde jetzt sterben, ich werde aus allen Körperöffnungen bluten. Auch welchen, woran ich jetzt noch nicht gedacht habe. Und der so ganz locker, ohne Schutzausrüstung, ohne alles. Ach, komm mal her, lass mich dich mal untersuchen. Er redete irgendein seltsames, ja, ich glaube, du kannst dann alles sagen, oder? Diese Frau redete irgendwie seltsames Zeug. Was meinst du damit? Sie hat mir einen Umschlag für eine Person namens Halliwell mitgegeben. Ich habe das Gefühl, dass da was nicht stimmt. Ich habe den Verlauf unzähliger Infektionskrankheiten wie dieser studiert. Die Panik und die Furcht sind oft tödlicher als die Erkrankung selber. Verstrick dich nicht in Paranoia. Harper, man kann dieser Lage nur mit sauberer, wissenschaftlicher Arbeit Herr werden. Das ist kein Fall für Globuli. Wir müssen die Stadt verlassen. Diese Krankheit wird uns alle umbringen. Versuch dich zu beruhigen, mein Junge. Ich sag dir was. Warum kommst du nicht eine Weile mit mir nach Port Nicola? Ich war nicht mehr in Port Nicola, seit ich das Studium abgebrochen habe. Dann ist es abgemacht. Wir brechen auf, sobald ich meine Präsentation fertiggestellt habe. Ich habe die RHC angerufen. Sie werden mir helfen, oder? Sie werden sie in das RHC-Behandlungscamp bringen und lebenserhaltende Maßnahmen einleiten. Sollte sich ihr Zustand stabilisieren, werden sie sie in ein auf Infektionskrankheiten spezialisiertes Krankenhaus verlegen. Also habe ich alles richtig gemacht? Sie lag im Sterben. Da gab es ja nun nicht so viele Optionen für dich. Warte mal. Mir kommt da gerade ein Gedanke. Das ist doch... Das sind hervorragende Neuigkeiten, Harper. Was? Worüber reden Sie da? Das ist eine einmalige Chance. Ich werde deine Hilfe brauchen. Was haben Sie vor, Professor? Eine Blutprobe von dieser infizierten Frau wäre ein großartiger erster Schritt für die Entwicklung eines Impfstoffes. Du musst in das Behandlungscamp schleichen und eine Probe für mich holen. Wow, wow, wow! Können Sie nicht einfach diese RHC-Fritzen fragen? Rancho will einen Rancho-Impfstoff ohne externe Hilfe. Mit einfachen Akademikern teilen die keine Erkenntnisse. Na toll. Und in der Zwischenzeit verrecken überall Leute. Sehr richtig. Und ich glaube, dank meiner bisherigen Forschung bin ich vielleicht der Einzige, der dieser Sache auf den Grund gehen könnte. Hilf mir, Harper. Hilf der Welt. Oh Mann. Ja, Politiker wollen oft leider nicht, dass den Menschen geholfen wird. Geht immer nur ums Geld. Warum schleichen Sie sich nicht selbst rein? Naja, wahrscheinlich ist er doch bekannt, oder? Meinen Sie es wirklich ernst mit diesem verrückten Plan? Absolut. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Viel zu wertvoll, um sie an uns vorbeiziehen zu lassen. Eine Blutprobe zu stehlen mag ein großes Risiko bergen. Aber du könntest damit Geschichte schreiben. Tu mir den Gefallen. Danach fahren wir gemeinsam nach Port Nicola. Und was machen Sie, während ich für Sie den Laufburschen spiele? Wissenschaftliche Untersuchungen, mein Junge. Ich muss die Präsentation fertigstellen und meine Ausrüstung zusammenpacken. Ja, ist doch eine prima Sache. Wir setzen unser Leben aufs Spiel. Es könnte ja sein, dass wir niedergeschossen werden oder so von diesen Militärfritzen. Und danach geht's dann in Urlaub. Warum schleichen Sie eigentlich nicht selbst in das RHC-Camp? Dieses Camp ist sehr gut abgesichert. Geheimer Standort, nur zugänglich für RHC-Personal. Nur zur Erinnerung, ich gehöre nicht zum RHC-Personal. Ich habe einen alten Schutzanzug.
hat genau die gleiche Grundausstattung wie die der AHC. Ich würde da niemals mehr reinpassen, aber für dich ist er wie maßgeschneidert. Verdammt, ich hätte nicht so gut in Form bleiben sollen. Hab ich mir auch gerade gedacht. Ich sehe ihn schon. Also, wo ist dieser Schutzanzug? Ah ja, hier. Ach, Gummi. Das ist Polyester. Wie du siehst, bedarf es nur einiger kleiner Änderungen, damit er genau wie die der AHC aussieht. Also ich pimpe diesen Overall und besorge eine Blutprobe. Dann verlassen wir die Stadt? Ja, allerdings denke ich nicht, dass wir dafür einen Pimp benötigen. Okay. Die dümmste Aktion meines Lebens, ja. Auf geht's zur bisher dümmsten Aktion meines Lebens. Exzellent. Viel Erfolg. Ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl bei, aber gut. Nur darum. Von links kamen wir, wenn wir von zu Hause aus kamen. Was für eine Schrottmühle. Hey, Moment mal. Das ist doch Professor McBrides Auto. Wie soll mich der Professor nach Port Nicola bringen, wenn das Ding hier rumrostet? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich sage es lieber gleich dem Professor. Jakes Kompressor. Die Teile sind echt teuer. Jake würde den hier nicht einfach so rumliegen lassen. Es sei denn, er hatte nie vor, zurückzukommen. Was haben wir jetzt gerade geholt? Glas. Okay. Da steht der Wächter von Cardero. Der Wächter mit Monitor auf dem Kopf, das sagt doch alles. Jedes Mal, wenn ich das Ding sehe, könnte ich schreien. Das kann ich mir gut vorstellen. Hey, Professor. Hallo, Harper. Ich habe Ihr Auto in Jakes Werkstatt gesehen. Es ist ein einziges Wrack. Nein, nein, nein. Jake repariert bloß die Bremslichter. Er sagte, er bringt es heute noch vorbei. Ich fürchte, er hat Sie angelogen, Professor. Es sieht aus, als hätte Jake die Stadt verlassen. Und wie es aussieht, hat er Ihre alte Blechkiste vorher gründlich ausgeschlachtet. Verflixt und zugenäht. Wir brauchen das Auto, um zum AHC-Camp zu kommen. Und nach Port Nicola. Tja, Onu? Ihr Auto ist Schrott. Was jetzt? Es ist mir wahnsinnig peinlich, fragen zu müssen, Harper, aber glaubst du, du könntest einen Blick drauf werfen? Weißt du, ich muss... Mit der Forschung weiterkommen, ich weiß. Geben Sie mir die Schlüssel. Danke, Harper. Wir brauchen einen fahrbaren Untersatz. Ja, nicht nur mit der Forschung weiterkommen, ne? Ich meine, er ist auch der Einzige, der sich mit Elektronik auskennt. Das haben wir ja schon bei dem Gabelbruch gemerkt. So, was haben wir denn dabei? Unser Multi-Werkzeug, aber... Ich fange mal mit dem hier an vielleicht? Keine mein Ahnung. Multitool. Ja, nein, mein ich weiß. Man muss es rausziehen. Ja, ich werde mich da nie dran gewöhnen. Ich glaube nicht, dass ich das Schrauben schlüsseln sollte. Ja, aber was sollst du damit tun? Ich meine, das Ding ist Kernschrott. Was ist das denn? Klebstoff, Isolierband. Brauchen wir das eigentlich irgendwie hierfür oder so? Diese beiden Sachen passen nicht gerade gut zusammen. Okay, weil er meinte, er müsste irgendwie was pimpen. Dafür, dass Professor McBride's Auto so ein Schrotthaufen ist, sieht der Schlüssel noch ziemlich gut aus. Okay, schauen wir mal. Was zum... Die Kiste ist ja komplett ausgeschlachtet. Das war mir schon klar. Der hat sich alles geholt, was er für seinen Wagen gebrauchen konnte, ne? Mist! Hier fehlen zwei Zündkerzen. Die Kiste ist echt in einem unglaublichen Zustand. Jake hat sogar zwei Zündkerzen rausgenommen. Was für ein blöder Kolbenfresser. Das ist der Kühler. Sieht nach einer Kupfer-Messing-Legierung aus. Ach, der Kühlerschlauch hat ein großes Loch. Ich hoffe, ihr versteht mich noch einigermaßen, weil ich verstehe hier gerade gar nichts mehr. Durch die Kopfhörer. Kriegen wir das dahin? Lieber nicht. Ja, hätte ja sein können.
Okay, da müssen wir einen Schlauch austauschen, so wie es aussieht. Verdammt, die Batterie fehlt. Na, wo wir die herkriegen? Ich glaube, hier fehlt etwas Kühlmittel. Da haben wir auch nichts von. Könnten wir vielleicht mit dem Glas besorgen? Hier muss Kühlmittel nachgefüllt werden. Machen wir das erstmal wieder drauf. Sieht aus, als würde der Keilriemen fehlen. Na, da haben wir nichts für, ne? Nee. Und den Anzug brauche ich ja jetzt noch. Was ist mit dem Ölstand? Zumindest der Ölstand sieht gut aus. Na, immerhin. Öl hat der nicht abgepumpt. Ja, okay. Und was machen wir jetzt? Wir müssen die Sachen ja irgendwo herkriegen. Ach so, Moment, er hat doch noch Schrottteile, oder? Ah nein, da wollte ich gar nicht hin. Bin ich komplett falsch gelaufen. Ah. Er hat doch in seiner Wohnung irgendwelche Schrottteile liegen. Die Frage ist jetzt nur, haben wir da was drin? Haben wir hier vielleicht auch was drin? Die Leute gucken Containertaucher schief an, aber man kann echt eine Menge cooles Zeug da unten finden. Ja, dann rein mit dir. Alte Haushaltsgeräte, alte Comicbücher. Und das wäre dann Mrs. Denmans Strumpfhose. Gut, damit wäre ich dann auch traumatisiert. Aber die könnten wir vielleicht als Keilriemen nutzen. Hoppala. Naja, vielleicht ist sie ja nützlich. Ich hoffe nur, das hat jetzt niemand gesehen. Entschuldigung, ich wollte einen Doppelklick machen, um das aufzunehmen. Ich weiß auch nicht genau, warum. Ich mache ja gerade überall Doppelklick. So, das war Schrott, genau. Guck da auch mal nach. Hier ist nichts Nützliches. Sicher? Die Kiste kann man nicht nehmen? Vielleicht die Klamotten? Im Winter kann es in Yelltown ganz schön kalt werden. Gut, wenn man ein paar Mäntel hat. Ich lasse es besser aus. Ich habe genug andere Dinge zu tun. Eine Menge alter Kram. Ich mag alten Kram. Ja, aber ist da irgendwas bei, was wir brauchen? Ganze Nächte habe ich vor dem Ding gelegen und mir eine Folge Samurai Squad nach der anderen reingezogen. Das bringt mir jetzt aber gerade auch nichts. Na gut, dann gucken wir mal eben oben nach. Können wir es aufmachen? Nee. Der Gigamaster ist jetzt im Himmel und wird dort vom Staub verstopft. Hose. Ah, meine andere Hose. Deine Zeit wird kommen, alter Freund. Deine Zeit wird kommen. Ja, den brauchen wir wahrscheinlich auch nicht, oder? Der Lötkolben. Die Waffe meiner Wahl. Aber sonst haben wir hier nichts, was wir irgendwie... Glühbirnen? Wenn ich als Kind eine Idee hatte, habe ich eine Glühbirne über meinen Kopf gehalten. Im Nachhinein betrachtet war ich ein ziemlich anstrengendes Kind. Mein Stiefvater hatte wohl recht. Nee, sonst haben wir hier nichts. Schauen wir mal, ob wir das als Keilriemen benutzen können. Es startet nicht. Ja, du sollst ja auch. Och, sehr doof. Perfekt. Wenn Mrs. Danman wüsste, wie nützlich ihre Unterwäsche doch ist. Ja, was heißt Unterwäsche? Ich dachte, das wäre eine Strumpfhose. Was ist mit Klebstoff? Aber das Ding soll jetzt nicht geklebt werden. Ich habe den Kleber befreit. Ich bin ein Held. Ist ja gut, aber das Ding soll jetzt nicht geklebt werden hier unten, oder? Das kann ich nicht machen. Weil der das nicht hier zumachen wollte. Das hilft uns alles im Endeffekt nichts, weil die Sachen sind... Aber die sind ja nicht da, ne? Ich glaube nicht, dass ich das Schrauben schlüsseln sollte. Ja, ich weiß, ich weiß. Ach, da kann man auch das Ganze einstellen. Ah, okay. Wieder was dazugelernt in dieser Folge. Vielleicht sollten wir mit dem Professor sprechen, oder wir müssten... Jakes Kompressor. Die Teile sind echt teuer. Jake würde den hier nicht einfach so rumliegen lassen. Es sei denn, er hatte nie vor, zurückzukommen. Können wir da nicht irgendwie... was von abmachen, um
das Ganze als Motor zu benutzen. Ich meine, es ist ein Point-and-Click-Spiel, ne? Dass das in der Realität so nicht einfach laufen würde, ist mir schon klar. Ich wüsste nicht, wie ich den Schraubenzieher hier benutzen sollte. Ja, ich auch nicht, aber ich bin ja auch kein Experte. Ich glaube nicht, dass ich das Schrauben schlüsseln sollte. Der weiß ja noch nicht mal, was der machen soll hier. Das fühlt sich nicht wie eine Zangensituation an. Dann hilf mir doch. Weiter rechts können wir aber auch nicht gehen. Was ist denn, wenn wir hier oben hingehen? Achso, das war das mit der einen, ne? Nee. Ach, das ist komplett woanders. Das ist dieses Haus übrigens vom Farbeimer. Farbe einfach so herumliegen zu lassen, zeugt nicht gerade von gutem Malertum. Da könnte ja jeder kommen und sie einfach mitnehmen. Ja, dann mach das. Ich glaube, die wird niemand vermissen. Ne? Wir sind in einem Point-and-Click. Da darf man das. Oh, Kabel. Dieses lose Kabel macht es ein bisschen schwierig, das Schild zu lesen. Das ist ein Fall für dich, Pandrel. Oh, ups. Was war denn das hier oben eigentlich? Bin mir nicht sicher. Ziemlich festlich, was? Sieht aus, als würden sie das Spiel in der Hotelbar übertragen. Ich glaube nicht, dass das viele Yelltowner aus ihren Häusern lockt. Achso, das ist nur zum Rausgehen. War hier unten nicht gerade noch was? Man sagt, der Blitz schlägt nie zweimal am selben Ort ein. Sag das mal der Bruchbude da. Oh, da ist noch jemand drin. Oha. Okay. Nein. Du darfst nicht hinter den Tresen, Harper. Ich wollte nur mal kurz... Du kennst die Regeln, Kumpel. Ich kenne sie eigentlich nicht, aber... Hey, Morten. Hey, Harpo. Bist du hier, um das Endspiel zu schauen? Sie sind alle schon unten. Ich würde es mir auch so gern ansehen. Aber Mr. Siegel sagt, ich muss am Empfang bleiben. Eigentlich suche ich einen Hotelgast. Irgendein Halliwell. Seinen Vornamen kenne ich nicht. Halliwell? Tut mir leid, Harp. Ein Halliwell haben wir hier zurzeit nicht. Aber ich muss ihn finden. Tut mir echt leid, aber dein Halliwell gibt es hier nicht. Aber mir wurde gesagt, Halliwell wäre hier im Hotel. Wer hat dir das gesagt? Ich bin vorhin auf der Straße einer infizierten Frau begegnet. Was? Oh Gott, Harper! Ja, das war ganz schön hart. Was hast du gemacht? Was denkst denn du? Dass ich nach ihrer Nummer gefragt habe? Du hast die RHC angerufen, oder? Ja. Ich wusste es. Du bist ein guter Kerl, Harper. Aber du hast dich nicht angesteckt, oder? Ach was, ich war seit wir klein waren nicht krank. Puh, naja, sie war wahrscheinlich voll im Fieberwahn. Du solltest auf das, was sie gesagt hat, nicht zu viel geben. Vielleicht, aber es klang wirklich ernst. Wie gesagt, würde ich mich nicht drauf verlassen, Harper. Bist du sicher, dass Halliwell nicht hier ist? Yep. Tut mir leid, Harper. Ich wusste gar nicht, dass du so ein großer Football-Fan bist. Oh doch, ich liebe die Sea Dogs. Die Sea Gulls, Morten. Ja, genau. Gulls vor. Woo. Irgendwie kam mir das schon ein bisschen komisch vor vom Namen her. Komm schon, du hast doch überhaupt keine Ahnung von Football. Aber nein, ich bin ein Riesenfan! Der Sea Dogs. Och Mann, Harper. Okay. Ich will ein Fan werden. Morgen werden alle über das Spiel sprechen. Da will ich nicht dumm dastehen, wenn... Also ich bin zwar kein Football-Fan, aber ich fand Düsseldorf-Rheinfeier immer am geilsten. Wobei Frankfurt Galaxy ist auch okay. Geht es um einen Kerl? Was, wie, wo? Warte mal. Geht es bei dieser ganzen Football-Sache um einen Kerl? Naja, Oh, Morten, du alter Hengst. Nein. Es ist nur... Möglicherweise habe ich eine Verabredung mit einer gewissen Herrenbekanntschaft. Weiter so, Morten. Aber er ist so ein großer Football-Fan. Ich will vor ihm einfach nicht dumm aussehen, wenn er über das Spiel sprechen will. Mach dir keine Sorgen, morgen dumm auszusehen. Du siehst doch immer dumm aus. Hey! Aber du bist ein netter Typ.
Ich bin sicher, deine Herrenbekanntschaft wird das erkennen. Oh, trotzdem wünschte ich, ich könnte das Spiel sehen. Du siehst immer dumm aus. Der war gut. Tut mir leid, dass du das Endspiel verpasst. Das ist echt blöd. Na, wie läuft das Hotelgeschäft? Könnte besser sein. Diese Yelltown-Fieber-Geschichte ist nicht gerade gut fürs Geschäft. Es ist schlimmer als das Yelltown-Feuer und die Yelltown-Flut zusammen. Naja, immerhin nicht so schlimm wie das Yelltown-Erdbeben oder der Yelltown-Hurricane. Wer kam eigentlich auf die Idee, ausgerechnet hier ein Hotel zu bauen? Was denkst du über das Yelltown-Fieber? Macht einem schon Angst, oder? Alle reden darüber, als wäre es die... Die Apokalypse? Ja, irgend so ein mystischer Prophezeiungsscheiß. Ich muss los. Ich dachte kurz, er meint Alpakas. das Buch. Harper, ich hab doch schon gesagt, du darfst nicht hinter den Tresen. Es gab richtig Ärger, als ich dich das ganze Fleisch in der Klimaanlage hab lagern lassen. Ja, wie gesagt, tut mir leid. Mort ist sonst nicht so unentspannt. Mr. Siegel muss ihn ganz schön zurechtgewiesen haben. Die Frage ist, wie kriege ich das hin, dass er sich jetzt das Footballspiel anschaut? Oh, die Besenkammer. Okay. Aber das darf ich mitnehmen, ja? Aber mal eben Blick auf die Gästeliste werfen, das darf ich nicht. Ah, das sieht sehr gut aus. Hübsches Aquarium, Lichter, eine Schatzkiste, ein dämonischer Totenkopf. Dieses Aquarium ist besser als die Hotelzimmer. Also, wir haben ein Kabel, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, wofür wir das Kabel bräuchten. Ja, den Farbeimer, keine Ahnung. Kill it, bang. Ich weiß nicht, wer von euch das Original kennt. Es hört sich sehr ähnlich an. Fischfutter. Ja gut, Fischfutter werden wir jetzt wahrscheinlich... Achso, Moment, Fischfutter? Hier, meine kleinen Fischchen. Auch füttere die nassesten Gäste. Och, wie süß. Ach, das ist ja cool. Brauchen wir das noch? Oder war das jetzt nur dafür? Okay, den Aquariumschlauch, den brauchen wir auf jeden Fall, denke ich mal, als Ersatz für den... Was war denn das für ein Schlauch? Der war vor den Zündkerzen auf jeden Fall. Ich weiß gerade gar nicht, was es für ein Schlauch war. Aber wir haben sonst nichts. Kann man das ist der Umschlag, lesen? Den die infizierte Frau mir gegeben hat. Kann man nicht lesen, ne? Ja, guck mal nochmal eben... Können wir den hier mitnehmen? Billardtisch, Sitz. Ich will nur kurz gucken, ob wir noch irgendwas mitnehmen können fürs Auto. Das sind nur Kassetten. Würde ich sagen, dann kommen wir hier später nochmal eben hin. Gucke ich mal ganz kurz, was ist mit dem Fahrstuhl? Tut mir leid, Harper. Nur für Gäste. Ich habe eh keine Zeit, durch alle Etagen zu latschen. Aber natürlich, Steckdose. Eine Steckdose? Eine Welt unendlicher Möglichkeiten. Aha. Ja, vielleicht ein anderes Mal. Du sollst das Ding nicht da reinstecken, du sollst die abmachen. Können wir da nicht irgendwas raus abzweigen oder so? Sowas rausklipsen. Das fühlt sich nicht wie eine Zangensituation an. Ja, weil der nicht weiß, was ich möchte. Das ist das Problem. Na gut, geh mal erst noch mal kurz zum Auto zurück. Gucken wir mal, ob wir die Sachen da reinbringen können. Draußen war ja nichts mehr, ne? Was ist denn das überhaupt? Es kann nie schaden, ein Notstromaggregat zu haben. Ich habe Mr. Siegel geholfen, es aufzubauen, damals, als ich noch zur Highschool ging. Okay, wo kommen wir denn aus?
Ah, der Schrottplatz. Ob Leroy zu Hause ist? Also, das nimmt dann doch nochmal richtig große Ausmaße an hier. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich könnte mal eben gucken, was hier noch ist und dann wieder zum Auto zurückgehen. Dann zumindest schon mal den Schlauch auswechseln, wenn das denn funktioniert. Ich meine, das muss ja nur für einen kurzen Moment halten, sage ich mal. Und ja, aber ich sehe schon, das ist viel, viel größer, als ich es vorher gewusst hatte. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und dann schauen wir mal, ob dieser Leroy irgendwo hier zu finden ist. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!